an die wissenden Erdenmenschen, an die Erdenmenschen, die schon viele Male hier auf der Erde waren, inkarniert, in allen Schichten, in allen Kasten. Und sie haben Wissen aufgenommen, zur Erkenntnis gereift. Und dieses Wissen stützt sie nun, aber nur eine Weile. Denn alles Wissen, was von früher kam, in uns hinein, ist ein großes Wissen und es muss erneuert werden durch einen Hauch Gottes oder durch einen Hauch neuer Wahrheit, durch ein Buch, durch die Wahrheit herangetragen werden. Ja, durch eine große Wahrheit muss neues Wissen nun herein, bei jedem Menschen. Denn was er an Erkenntnis und viele Erleben angereichert hat, ist nicht genug. Das Neue, was jetzt hereinkommt über ihn, das kann über verschiedene Wege kommen. Sei es der Heilige Gral, sei es durch Jesus Christus Schriften, sei es durch den Kometen, der in etwa 15 Stunden dann hier an der Erde vorbeikommt, oder sei es, ja, sei es durch Menschen, die schon erleuchtet wurden und es wird uns etwas mitgeteilt. Also, Erdenmenschen, es geht weiter, bleibt nicht stehen, wartet nicht. Auf was wartet ihr? Ihr dürft nicht warten. Es ist nun alles vorbereitet, der Tisch ist gedeckt. Der Tisch ist gedeckt in der Schöpfung für geistig aufstrebende Menschen. Er ist gedeckt in reicher Fülle. Der Menschengeist muss sich nur zum Tische setzen und sich den Gepflogenheiten des Tisches annehmen, was es gibt, was aufgetischt wird, nur das annehmen, in Einfachheit und im Gemüt. Ja, in Einfachheit, das ist Bedingung. Tut der Mensch es nicht in Einfachheit, kommt sein Denken dazwischen. Und kein Denken darf zwischen Gott und der Menschheit stehen. Reines Denken lässt uns die Reinheit Gottes im Lichtstrahl erkennen. Ja, Erfüllung. Erfüllung kann nun sein in diesem Leben für jeden Menschengeist. Erfüllung. Wissende stehen ganz nahe daneben und einige stehen vielleicht schon mittendrin. Die Erfüllung. Er füllt uns. Er füllt uns mit seiner Gnade, mit seiner Kraft. Und er erfüllt uns täglich, ja stündlich, wenn wir darum bitten. Aber es darf kein Betteln sein. Ein reines Bitten darf es, muss es sein, dann kommt es über uns. Und die Wege für jeden, der in der Wahrheit schwingt, wird nun als Wissender den Weg finden, aus diesem Gestrüpp heraus. Es geht doch nicht, dass der Menschengeist, der großes Wissen hat, dauernd von diesem Wissen erklärt und erzählt. Altes Wissen ist gut für Nachforschung, aber nicht gut für die Gegenwart. Wir sind in der Gegenwart und ganz neues Wissen kommt auf uns zu. Menschen, erwachet bitte. Wir wollen neue Menschen sein, hier und jetzt, in dieser Schöpfung, in dieser wundervollen Schöpfung. Also wartet nicht. Baut auf eurem Wissen das Neue.
Es verdrängt nicht Wissen, wie das große Wissen haben von Jesus. Es verdrängt nicht das neue Wissen, irgendetwas von Buddha. Es verdrängt nicht das alte Wissen von Atlantis oder von Einweihungen früher von Ägypten. Es ergänzt, es baut auf. Neues Wissen baut heute auf und macht einen Thron. Wenn ihr sehen könntet, wie dieses Wissen kraftvoll schwingt, wie es euch befreit von dieser Zähigkeit der Erde, ihr würdet sofort losstürmen und dem freien Wissen entgegengehen. Ein freies Wissen ist dieser Komet, der in 15 Stunden hier vorbeikommt. Er sagt nur ein Hallo, aber er bringt etwas. Er bringt unglaublich viel Kraft. Er bringt den Mut, den Mannesmut. Er bringt die Tapferkeit. Er bringt ja den Willen Gottes. Und so ist es. Alles, was Geist in sich trägt, ist außerhalb von Gott, ist nicht Gott selbst, denn Gott ist Gott. Das ist das neue Wissen, dass Gott Gott ist und Geist ist Geist. Geist ist aus Gott, aber Gott nicht selbst, denn Gott ist Gott. Genug für heute von Markus Bösch.